Der Krise für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Anmerkung zu Ihnen, Herrn Ulrich. Sie hatten Susanne Neumann angesprochen, die auf unserer Wertekonferenz gewesen ist. Susanne Neumann ist der SPD beigetreten, nicht der Linkspartei, weil sie uns vertraut, die Probleme zu lösen. Kommen wir jetzt aber zu Ihrem Antrag inhaltlich. Den ersten Punkt, den Sie Ihrem Antrag heute vorgelegt haben, ist die Frage des gemischten Abkommens. Herr Ernst, Sie behaupten immer wieder in Ihren Anträgen, diese Frage ist nicht eindeutig. Die SPD-Bundestagsfraktion durch zahlreiche Gutachten, die Bundesregierung, der juristische Dienst des Europäischen Rates haben eindeutig bestätigt, dass es sich bei CETA um ein gemischtes Abkommen handelt. Und wenn Sie immer wieder behaupten, dass die Kommission an dieser Auffassung möglicherweise zu einer anderen Entscheidung kommt, der Europäische Rat kann sich mit qualifizierter Mehrheit, wenn die EU trotzdem sagen sollte, dass es kein gemischtes Abkommen ist, die Kommission überstimmen und hat schon signalisiert, dass er das tun wird. Das, was Sie hier immer wieder vorbringen, ist juristisch falsch. Es ist ein gemischtes Abkommen und das wird im Oktober auch so bestätigt werden. Zweiter Punkt, Herr Präsident, Sie hatten noch mal einen Hinweis an uns Abgeordnete gegeben und ich bin Ihnen noch mal dankbar, dass Sie einen Brief an den Rechtsausschuss geschrieben haben und der Rechtsausschuss hat sich ja mit Ihrem Anliegen zu Fragen des gemischten Abkommens ausführlich befasst und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass der Rechtsausschuss parteiübergreifend von CDU, Grünen, SPD und Linkspartei, Sie wissen, glaube ich, gar nicht, was Sie da beschlossen haben, deutlich gemacht hat, dass wir die Parlamentsrechte gestärkt haben wollen und wir generell von gemischten Abkommen aussehen. Und das haben die Sachverständigen auch gezeigt. Und wir haben Ihnen diesen Brief zukommen lassen. Und ich glaube, das waren sehr gute Beratungen, die wir parteiübergreifend gemacht haben. Das müssen Sie nur auch mal lesen. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die vorläufige Anwendbarkeit. Zur vorläufigen Anwendbarkeit. Die vorläufige Anwendung des CETA-Abkommens tritt nur in Kraft, wenn sowohl der Europäische Rat als auch das Europäische Parlament diesem zustimmen. Ich weiß, dass es in den Verträgen von Lissabon dazu Unklarheiten gibt und man hat sich nicht konkret an der einen oder anderen Stelle, man hätte sich noch genauer ausdrücken können, aber es ist mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkannt und von der EU-Kommission bestätigt, dass ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments dieses Abkommen nicht vorläufig angewandt wird und das bitte ich auch einmal zur Kenntnis zu nehmen. Auch Gewohnheitsrecht ist ein Punkt, der richtig ist und darum wird ohne die Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament nichts gehen. Und die werden sich auch die Zeit für die Beratung bis Januar, Februar nehmen. Ein Punkt bei der vorläufigen Anwendbarkeit, den ich ganz deutlich machen will für die SPD-Bundestagsfraktion. Es gibt im Bereich des Investitionsschutzes Unklarheiten im Lissabon-Vertrag über sogenannte Direktinvestitionen, die die Alleinzuständigkeit der EU-Kommission haben. Und es gibt auf der anderen Seite die Portfolio-Investitionen, die eine mitgliedstaatliche Zuständigkeit auslösen. Und ich sage ganz eindeutig für die SPD-Bundestagsfraktion, aufgrund dieser gemischten Zuständigkeit, die ich für eindeutig halte, muss das ganze Bereich des Investitionsschutzkapitels von der vorläufigen Anwendbarkeit ausgenommen werden. Und dafür werden wir uns als SPD-Bundestagsfraktion auch einsetzen, weil das sonst eine Bindungswirkung auslösen würde, die wir an dieser Stelle, glaube ich, parteiübergreifend nicht wollen. Und einen dritten Punkt will ich noch ansprechen, Herr Kollege Klaus Ernst. Sie zitieren ja immer bei Gutachten, Sie machen das ganz geschickt, immer die Überschriften. Sie nehmen die Kritik des Deutschen Richterbundes am Investitionsschutzgerichtshofs in CETA. Und Sie sagen und machen sich ja den Deutschen Richterbund zu eigen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Deutsche Richterbund kritisiert, dass die Unabhängigkeit der Richter nicht gewährleistet ist. Ein Richter und die 15 öffentlich-rechtlich bestellten Richter bekommen dafür, dass sie sich nur bereithalten in der ersten Instanz, 2.000 Euro monatlich, ohne überhaupt ein Verfahren zu machen. Und dafür, dass sie sich nur bereithalten in der Berufungsinstanz, bekommen sie 7.000 Euro. Also wenn das Gehaltsvorstellungen sind, die der Linkspartei nicht ausreichend sind, dann habe ich bis zum heutigen Tage etwas noch nicht mitbekommen. In diesem Sinne vielen Dank und allen schönen Pfingsten. Für Bündnis 90 die